Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt bestimmt nämlich alle die Firma Stork. Ja? Gut, denn Stork ist ja bekannt für ihre leckeren Sahnebonbons, diese leckeren Werthers Original, wie man hier sieht. Den Schriftzug kennt man ja, Werthers Original. Und die haben jetzt was hergestellt. By the way, ich habe hier mal eine neue Tischdecke drauf gemacht. Guckt euch das mal an, wie schön das jetzt aussieht. Die Bierstöpfel sind weg, der Nikolaus ist weg, hier die ganzen Blutflecken sind weg, alles ist weg. Richtig genial, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Wir haben jetzt was entdeckt von Werthers Original, was ich eben schon gesagt habe, und zwar Popcorn. Ja, aber nicht nur irgendein Popcorn, sondern Karamell-Popcorn von Werthers Original in der Geschmacksrichtung Classic. Noch komplizierter geht's ja nicht. Die Auflösung kommt hier hinten. Es gibt nämlich noch Werthers Original Karamell-Popcorn Brezel. Was hat eine Brezel bitte mit Popcorn zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall genießen Sie Werthers Original Karamell Popcorn auch in der Geschmacksrichtung Brezel. Wer wollte nicht schon immer Popcorn haben, was nach Brezeln schmeckt? Wir gucken uns die Tüte mal fix an, wie das ausschaut. Erstmal von vorne, wir drehen es also rum hier. Stork kennt man, das seht ihr schon, das Popcorn. Wer das Original, haben wir ja jetzt gesagt, Karamell Popcorn. Popcorn, Klassik. Hier eine Tüte, sieht richtig fett aus, richtig golden, richtig brutal. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gesehen habe. Ist aber auch egal, gibt es bestimmt überall. Dann stehen hier noch viele wichtige und unwichtige Fakten drauf. Eine Ernährungstabelle, die man sich besser nicht anschaut. Und hier nochmal die Werbung für das Nebenprodukt. Wer das Original Karamell Popcorn? Brezel. Wo dann einfach... Also ist das jetzt nur die Geschmacksrichtung Brezel? Weil das sieht ja so aus, als wären da Popcornstücke und Brezelstücke mit dabei. Das wissen wir jetzt nicht. Habe ich auch nicht gefunden. Man muss es auch nicht übertreiben. Beide hätte ich, glaube ich, nicht mitgenommen. Bei dem anderen, bei dem Tabasco-Popcorn, war das was anderes. Und ihr habt ja auch so einen schönen frischen Verschluss. Ihr könnt das hier oben nämlich aufziehen. Einmal so. Und das ist immer noch zu, weil ihr habt ja hier diese Dinger, die das irgendwie so zusammenhalten. Aber wenn ihr das auch noch aufmacht, hier diesen frischen Verschluss, könnt ihr hier reingucken und seht das Original. Boah, das riecht übelst heftig. Karamell-Popcorn auf jeden Fall. Das riecht wie eine Tüte Kinder-Schokobombs oder wie eine Tüte, nicht Raffaello, diese andere, Giotto. Kennt ihr Giotto? Giotto, Giotto auf jeden Fall. Die sehen gut aus, die schmecken auch richtig gut, haben immer so eine Kruste. Das sieht auch aus wie so Mini-Giotto, riecht auch so ähnlich. Wir probieren das jetzt mal, aber soll ja Karamell-Popcorn sein. Mmh. Mmh. Magnifique. Es hat genau original diesen Werthers Original Sahnebonbon-Geschmack. Ist aber richtig schön weich. Eine Mischung aus Popcorn, purem Zucker, allem anderen. Wenn ihr mal wieder was snacken wollt, was Süßes sucht, einen schönen Filmabend machen wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall das Werthers Original Karamell Popcorn. Muss ich sagen, finde ich richtig gut, schmeckt richtig genial. Da muss ich unbedingt was aufheben. Und da muss ich noch andere probieren lassen. Das muss ich meiner Mutter mal zeigen. Die freut sich bestimmt. Und ich sag dann wieder, boah, esse nicht immer so viel Scheiße. Ist kein Wunder, dass du immer fetter wirst. Wo sie recht hat, ne? Aber richtig genial. Also wenn ihr das nicht kennt, probiert das mal aus, ungelogen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Brezel auch so fett sein soll, auch so gut sein soll. Wie soll es das bitte noch übertrumpfen? Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ihr seht, die Sucht packt mich. Werthers Original
Brezel-Popcorn war auf jeden Fall das Geld wert. Ist mal was anderes. Neben dem letzten, neben dem Tabasco-Popcorn, jetzt eben eine süße Variante. Schmeckt auf jeden Fall beides gut und könnte nicht unterschiedlicher sein. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.